Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es um die Gilden-Expedition im Zeitalter Raumfahrt Mars gehen. Ich hatte das ja bereits in meinem letzten Video zur Gilden-Expedition der virtuellen Zukunft angekündigt, dass ich das machen möchte. Aber ich wollte noch ein bisschen Erfahrung sammeln. Und ich denke, ich habe jetzt inzwischen schon genug Erfahrung gesammelt und man muss auch gar nicht viel Erfahrung sammeln. Und ihr werdet auch gleich sehen, warum das so ist. Ich möchte euch noch mal kurz meine aktuellen Kampfboni zeigen. Ich bin jetzt standardmäßig über 1000 Angriffskraft und Verteidigung der angreifenden Armee liegt bei 732, also schon extrem gute Kampfwerte, die wahrscheinlich nicht so viele von euch aufweisen können. Aber es gibt halt bei der Gildenexpedition auch einen gewissen Deckel an Verteidigungsfähigkeit der Einheiten. Das heißt, ein Mehr an Kampfboni bringt in der Gildenexpedition irgendwann auch keinen Zugewinn mehr. Ich kann nicht sagen, ob ich diesen Punkt schon erreicht habe. Vielleicht wisst ihr das, dann könnt ihr mir das gerne unter die Kommentare schreiben. Das interessiert sicherlich auch andere. Das kann man sich aber ausrechnen. Vielleicht schaffe ich das irgendwann nochmal, das auszurechnen. Aber darum soll es in dieser Folge definitiv nicht gehen, sondern um den Kampf in der Gildenexpedition. Also, würde ich sagen, starten wir direkt mal rein. Wir haben es jetzt Mittwochabend und ich habe noch gar nichts gemacht in der Gildenexpedition. Wir sind aktuell noch auf 1, aber wir haben eine Gilde hinter uns. Und es wird Zeit, dass ich hier tätig werde. Also, soll's losgehen. Vielleicht mal vorneweg. Ihr braucht die komplette Gildenexpedition. Diese Aufstellung. Diese. Oder diese. Und das war's. Ihr habt diese unglaublich starken Stahlhüter, die einen schon von Grund auf einen extrem hohen Verteidigungswert haben und auch einen sehr hohen Angriffswert haben. Und mit denen kann man einem eigentlich durch alles durchmähen. Und ich kann euch das jetzt hier zu 100% demonstrieren oder ich kann euch zeigen, dass ihr auch mit den Einheiten des Zeitalters davor noch ein bisschen was erreichen könnt. Ich bin mir jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich es vielleicht mal so ein bisschen mache. Also hier ist jetzt zum Beispiel der Fall, wo sich das lohnen würde. Machen wir da mal eine Reihe von Raketentruppen rein. Und auch die sind hier sehr erfolgreich. Zumindest wenn es nicht gegen spezielle Einheiten geht, gegen die die Raketentruppen keine Chance haben. Wie zum Beispiel Ninjas, die echt schwer sind zu besiegen für Raketentruppen, oder die neue fliegende Einheit, die Wächter, die eben für die Raketentruppen ein absoluter Killer sind, weil die fliegende Einheiten nicht angreifen können als Artillerieeinheiten. Diesen Fall haben wir hier aber nicht. Also kann ich erstmal weiter vorgehen. Mit den Raketentruppen. Also ihr seht, wenn ihr jetzt kürzlich das Zeitalter gewechselt habt und noch keine neuen Einheiten des neuen Zeitalters habt, kommt ihr erstmal damit, denke ich, auch ganz gut hin. Ich könnte darauf wetten, dass ich zumindest mit meinen Kampfboni kein Problem habe, mit den Einheiten auch komplett durchzuspielen. Aber eigentlich will ich euch ja zeigen, dass das alles ziemlich gut auch mit der anderen Zusammenstellung geht, die ich euch gerade schon gezeigt habe. Und das werde ich jetzt gleich tun, sofern ich meine ersten Medaillen noch nachkaufen muss. Ich kaufe erstmal nur einmal Medaillen, weil hier kann ich ja zwei Versuche bekommen und hier auch. Kaufe Versuche mit Medaillen. Und gehe jetzt mal wieder in die andere Aufstellung über
und zeige euch, wie die hier durchflügt. Pech gehabt. Keine neuen Versuche bekommen. Jetzt habe ich mir auch extra noch zu wenig gekauft. Naja, extra eigentlich eher nicht. Also ihr müsst hier eigentlich wirklich auch kaum auf die Aufstellung der Gegner achten. Vielleicht verliert ihr dann im Rahmen der höheren Stufen auch mal Einheiten. Deswegen ist es vielleicht manchmal angebracht, dann auch zwei Stahlhüter einzusetzen, falls euch der Stahlhüter verloren geht. Dann könnt ihr natürlich die zweite Welle nicht mehr attackieren. Aber hier gibt es jetzt aktuell noch gar keine zweite Welle. Die kommen dann nur auf den großen Plattformen in der ersten Stufe der Gildenexpedition. Ich glaube, hier ist wieder ein Kampf mit zwei Wellen, aber die zweite Welle ist jetzt hier auch noch verkleinert. Von daher kein Grund, hier zwei Stahlhüter ins Rennen zu bringen. Das ist so eine Zusammenstellung, da hätte die Variante mit den Raketentruppen so gut wie keine Chance. Der Stahlhüter, den juckt es nicht groß, wenn da jetzt nur Ninjas drin sind. Wieder ein paar Versuche kaufen. Das wird teuer werden. Ich habe ja überhaupt nichts vorbereitet. Bisher immer Pech gehabt mit den Stationen, wo man Versuche gewinnen kann. Und je mehr Versuche man kaufen muss, desto teurer werden die letzten Versuche. Ich habe Glück mit den Medaillen. Jetzt habe ich mal welche gewonnen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich hätte ja beim letzten Mal auch nebenbei aufgezeichnet, wie viele Diamanten und Güter und Forgepunkte ich so gewonnen habe. Vielleicht mache ich das dieses Mal auch wieder. Das war dann im Endeffekt nicht ganz so leicht. Wieder Glück gehabt mit den Versuchen. Oh, meine erste Einheit verloren, ein Agenten. Das ist bisher verkraftbar. Nochmal Glück gehabt. Na, vielleicht kommt jetzt am Ende oder zwischendrin, wo ich ein bisschen mehr Glück habe mit den Medaillen.
Ich sage immer Medaillen mit den Versuchen. Natürlich. Medaillen kosten die Versuche. Und wenn man die Gildenexpeditionen durchrushen will, dann muss man eben welche kaufen mit Medaillen. Aber ihr seht, ich habe auch ein, zwei. Von daher habe ich damit jetzt kein Problem. Aber wer weiß, wenn jetzt das neue PvP-Feature kommt, was man ja wohl auch mit Medaillen zum nutzen kann, also womit man auch mit Hilfe von Medaillen Versuche freischalten kann, dann kann es natürlich sein, dass es sich lohnt, da viele Medaillen im Vorrat zu haben. Jetzt ist die zweite Einheit verloren gegangen. Habe allerdings auch zwischendurch nicht getauscht. Also ich weiß nicht, ob die vorher angeschlagen war. Weiter geht's. Ja, bisher zwei Agenten verloren. Ich bin jetzt auf der Hälfte der dritten Stufe. Wieder Glück gehabt mit den Versuchen. Es geht sich jetzt tatsächlich im weiteren Verlauf gut aus. Ist die nächste Station wieder eine mit Versuchen? Aber dieses Mal habe ich kein Glück. Also kaufe ich mal vier. Weil dann müsste wieder eine kommen. So, jetzt wird es auch mal bei kleineren. Jetzt habe ich einen Stallhüter verloren. Das heißt, die dritte Einheit, zwei Agenten und zwei Agenten und einen Stallhüter habe ich bisher verloren. Oh. Jetzt unbeabsichtigt eine Einheit zu wenig reingeschickt und noch einen Stallhüter verloren. Hätte vielleicht nicht passieren müssen. Hätte ich da besser drauf geachtet. Ist noch ein Relikt übrig. Komisch, dass er mir immer anbietet, das zu wechseln, obwohl da noch eins übrig ist. So, da gibt es noch gar keine Versuche. Erst bei der nächsten Station. Und es sind auch, ja, es sind noch vier. Aber wieder kein Glück gehabt. Eins, zwei, drei, vier. Nachgekauft. Glaube, einmal gibt es noch die Gelegenheit, Versuche zu gewinnen. Jetzt wäre das mein dritter Stahlhüter, den ich verloren habe. Mein vierter. Mein dritter Agent. Mein fünfter Stahlhüter. Da gibt es jetzt ein paar Verluste, aber keine Versuche. So, jetzt kann ich mir den Rest für die restlichen Stationen kaufen.
Kann ich die Leiste einmal voll machen. Weil jetzt auch keine Versuche mehr kommen als Preise. Nochmal jeweils ein Agent und einen Stahlhüter verloren. Und wie es bei den vorherigen Gildenexpeditionen auch der Fall ist, wieder ein Stahlhüter, wird es am Ende nicht unbedingt schwerer. So, jetzt habe ich den Fehler gemacht, nur einen Stahlhüter ins Rennen zu schicken. Hier hätte ich dann doch zwei nehmen sollen. Aber auch kein Drama. Nehme ich einfach zwei. Und ich glaube, das ist jetzt hier die schwerste Station. Oder die letzte schwere. Und danach kann man im Prinzip auch wieder wie in der vorherigen Gildenexpedition im Zeitalter virtueller Zukunft mit den Raketentruppen gut durchgehen, weil jetzt kommen keine gefährlichen Truppen mehr, die den Raketentruppen irgendwas anhaben könnten. Also es geht hier einerseits im Autokampf, ja, habe ich auch mal eine verloren, aber es geht natürlich zu 100% sicher, wenn man das Ganze dann... Oh. Bin falsch, hier kommen nochmal Wächter, aber danach war es das. Danach kommen nur noch Einheiten, die für Raketentruppen gut zu schlagen sind. 1, 2, 3. Und ich würde hier auch fast empfehlen, die zu nutzen. Ohne einen einzigen Kratzer. Und man kann es natürlich auch manuell machen, weil es einfach mit Raketentruppen so viel Spaß macht zu kämpfen. Kann man hier natürlich auch wieder seine Angriffe strategisch so planen, dass man da möglichst wenig Verluste hat. War jetzt, glaube ich, auch gar nicht so ideal, wie ich jetzt gekämpft habe. Aber ihr seht schon, man muss hier wirklich keinen großen Aufwand in diese Gildenexpedition stecken. Einfach durchziehen. Stahlhüter plus 6 oder 7 Agenten. Am Ende nochmal Raketentruppen. Erledigt. Irgendwo ist noch ein Relikt. Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Ist das jetzt ein Fehler? Ja. Ist kein Relikt mehr da. Inu, ich habe einen Bug entdeckt. Ja, und das war's schon. Mehr gibt es jetzt hier gar nicht mehr zu sehen. Und ich weiß nicht, ob es denn für euch vielleicht schwerer ist, wenn ihr niedrigere Kampfboni habt, aber ich vermute fast, dass mit dieser überlegenen Einheit Stahlhüter hier einfach wirklich viel und einfach zu machen ist. Und ihr müsst einfach mit mehr Verlusten rechnen, wenn ihr weniger Kampfboni habt, aber ich glaube, sonst wird sich das ziemlich gut spielen lassen und vielleicht könnt ihr einfach generell zwei Stahlhüter mit ins Rennen nehmen, wenn es zwei Wellen gibt, um sicherzugehen, dass ihr, wenn ihr einen verliert, trotzdem noch weiterkämpfen könnt. Ansonsten hilft es natürlich auch, den FOE-Helper zu installieren und dann entsprechend blockiert zu werden, dass man nicht aus Versehen auf Angriff drückt, wenn man nur noch Agenten hat. Gut, das soll es gewesen sein. Dann danke ich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder, wenn ich im Asteroidengürtel dann die Gildenexpedition mache und dort ein Video aufnehme.
Dann bis zum nächsten Mal. Abonniert gerne meinen Kanal und wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm gerne ein Like. Ciao, bis bald.